Hallo und herzlich willkommen bei World of Warcraft. Ja, ich bin leider noch in einem Ladebildschirm. Tut mir leid. Aber ich wollte natürlich mit den Aufnahmen halt nicht lange warten. Und ich habe es halt gestern nicht geschafft. Das tut mir leid. Ich hatte zwar, ja, ich hatte halt zwar mir einen Plan gemacht war mit den Aufnahmen, aber ich habe es noch nicht so weit umsetzen können, weil irgendwie kam immer was dazwischen. Und da wir jetzt Stufe 15 sind, meine Lieben, wollte ich mit euch gleich das erste Mal in eine Instanz gehen, aber erstmal nehmen wir natürlich hier die eine Brauche die Quest Hilfe. noch an. Unser Dank ist euch gewiss. Es ist viele Jahre her, dass uns Hilfe angeboten wurde, Miss Yaha. Wärt ihr nicht gewesen, hätten wir es womöglich nicht über den nächsten Winter geschafft. Ihr habt euch als eine selbstlose Person erwiesen, jemand, dem wir vertrauen können. Ich wünschte nur, wir hätten etwas von Wert, das wir euch anbieten können. Ich habe zwar keine Informationen, die euch bei euren Vorhaben, die Mörder der Braunwirbel zur Strecke zu bringen, von Nutzen sein werden, aber vielleicht kann euch meine Frau weiterhelfen. Sprecht mit Salma im Haus und sie wird euch sagen, was ihr wissen müsst, bevor ihr euch wieder auf den Weg macht. Natürlich nehmen Ziehe wir den Ehre, die Freund. Quest an. Und wie gesagt, möchte ich gerne mit euch die erste Instanze gehen. Jetzt muss ich einmal gucken. Dungeon, genau hier. Und natürlich gehen wir auf zufällige Dungeon, weil hier einmal ein Beutel und man kriegt extra Erfahrung plus ein bisschen Geld. Und da werden wir jetzt erstmal eine Gruppe finden oder suchen. In der Zeit können wir uns auch mit, ja, mit der lieben Salma eben vergnügen. Kann Das ich euch machen wir helfen? auch. Aber natürlich, meine Liebe, unsere kleine Tochter arbeitet an der Speerkuppe und steht den Obdachlosen von Westphal sehr nah. Vielleicht hat sie ja etwas mitbekommen. Bevor ihr geht, lasst mich den Westfall-Eintopf einpacken und euch ein wenig über unsere liebe kleine Tochter erzählen. Okay. Oh, wir haben einen Erfolg freigeschaltet, und zwar Spurensuche. Hoffnung für das Volk. Vor ungefähr 4 Jahren stolperte ein kleines Mädchen mitten in der Nacht in unser Farmhaus und brach zusammen. Niemand kannte sie. Das arme kleine Ding hatte keine Erinnerung daran, wer sie sein könnte oder woher sie kam. Wahrlich eine verirrte Seele. Bald darauf adoptierten wir die Kleine und nannten sie Hope, denn für uns bedeutete sie Hoffnung. Lebt wohl. Hallo, bleib mal Grüße. stehen. Jetzt ist sie eine junge Dame und kümmert sich um die Obdach- und Mittellosen von Westphal. Bringt meinen Westphal-Eintopf zu ihr zur Speerkuppe südlich von hier. Okay, machen wir. Und Seid das gibt vorsichtig. natürlich auch zusätzlich Erfahrung. Wir müssen aber noch was anderes machen. Werde ich klar mit euch als erstes hingehen. Und zwar, das einmal dahin. Und zwar haben wir ja noch das eine Herz von der letzten Folge, wie ihr ja wisst, hatte ich ja die Quest gefunden mit dem Herz. Und auf jeden Fall will ich das jetzt erstmal mit euch hier machen. Natürlich, laut Quest ist das dies hier. Ja. Und bis wir. Oh, okay. Das ging ja sehr schnell. Ich werde jetzt hier erstmal doch verlassen und mich in die Dungeon teleportieren, weil das ging ja doch recht
großzügig und ja, wie gesagt, es ist halt, wo ich sage, okay, wie gesagt, wir nehmen jetzt erstmal die Quests hier an. Ich Das hoffe, Licht sei mit ich euch, bringe mir, also ich für die werde die jetzt Allianz. erstmal so annehmen, weil wo ist mein Tank? Da. Und daher möchte ich schon, obwohl wir hätten uns auch dafür Zeit nehmen können und einmal, ja, und auch warten können. Aber, naja. Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt in der ersten Dungeon. Und natürlich heile ich. Ich versuche es zumindest. Ich weiß nicht, wie ich als Heilerin halt bin. Und das ist halt das, was ich meinte, weil da wir ja, da hätte ich wirklich diesen Stufenaufwertung gehabt, wäre ich wohl nie klargekommen. Und so, ja. Und so ist es für mich halt doch zum Vorteil, dass wir, ich glaube, das ist ein Paladin. Ja, Paladin. Und auf jeden Fall ist es halt doch irgendwo für mich gerade besser, weil aus den Gründen schon alleine, dass wir wirklich anfangen, irgendwie mit dem Heilen zumindest. Soweit, dass wir auch sagen können, okay, wir haben nun mal, wo ist der denn jetzt? Wir lernen jetzt gerade hier, als Heilerin und Priesterin, ja. Umzugehen und auch zu erlernen, wie wir am besten heilen können. Irgendwie kann ich gerade ihnen kein Schutzschild geben, doch jetzt. Oh. Natürlich gebe ich auch den anderen Schutzschild. Ja. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt Todesmine, glaube ich. Ja, die Todesmine. Da sind wir jetzt. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt wirklich mein Bestes hier als Heilerin. Vielleicht ist es ja für den Anfang, wo ich sage, okay, für den Anfang ist das vielleicht einfach. Aber ganz ehrlich, ich möchte trotzdem am besten nicht riskieren. Ich weiß gerade nicht, was mit mir. Ach so. Also wie ich merke, ich brauche wirklich doch irgendwo auf eine Art und Weise mehr Heilung. Obwohl, naja, okay, mit meinem Mana ist das jetzt doch nicht so schwierig, wo ich sage, okay, dass ich gleich kein Mana habe. Also da muss ich zum Glück sagen, dass ich da wirklich doch und wie ich merke, sehe ich gleich habe ich gleich kein Leben mehr. Natürlich warte ich jetzt gerade auf meine Sühne.
wobei ich mir wirklich doch irgendwo wünschen würde, dass ich mehr Heilung mache. Also ich habe wirklich echt wenig Heal. Also ich hau nicht wirklich viel Heilung raus, was gerade furchtbar ist. Es ist wirklich regelrecht furchtbar und katastrophal auch. Daher, also ich weiß nicht, habt ihr vielleicht mit einem Palatank auch solche Schwierigkeiten, die hoch zu heilen? Und wenn ja, was kann man da am besten machen? Weil ich habe keine Lust, dass der Tank hier gleich stirbt, weil ich mit dem Heil halt nicht hinterherkomme. Also ich gebe wirklich mein Bestes. Vielleicht habe ich irgendwie was falsch geskillt oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass ich richtig geskillt habe, weil wäre ja traurig, wenn ich da ihn nicht, also meinen Charakter wirklich nicht vernünftig geskillt habe. Da muss ich gleich wirklich mal nachgucken, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder nicht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ihr könnt es mir gerne schreiben, ob ihr auch irgendwie Probleme mit dem Paladin-Tank habt, mit den überhaupt heilen zu können. Weil, wie gesagt, ich habe richtig gerade tierische Schwierigkeiten und das ist gerade richtig schrecklich, finde ich. Also wirklich absolut schrecklich. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht so viel erzähle, aber ich muss mich echt hier konzentrieren, dass ich wenigstens den Tank heile oder geheilt bekomme, weil dann ist doch schon irgendwo schlimm. Oh. Und ich sehe gleich, ich habe nicht wirklich mehr Heilung, gerade mal 13%, das ist gerade richtig schlimm. Ich muss hier auch mal kurz ausweichen. Ja, wie gesagt, ihr seht selber, ich habe gerade tierische Probleme. Ja, überhaupt. Also, wie gesagt, ich habe wirklich so gut wie kein Mana. Und ich muss hier echt gucken. Ui. Natürlich ist gar nichts für mich. Schade eigentlich. Also, natürlich gehen wir jetzt auch mal die Quest. Ui, ich bin Level 16. Super. Na, wie ihr seht, habe ich echt. Oder ja, im Moment ist er ja. Kriegt er jetzt von mir Schutz. Bild, aber. Naja, bis jetzt kann ich sagen, es war nicht so kritisch. Bis jetzt. Obwohl. Ich frage mich auch, warum er die Gelben gleich mit angreift.
Weil, ja. Der hat hier auch gleich. Oh, ihr Lieben, ganz ehrlich, es ist gerade richtig katastrophal. Obwohl, ich finde ja noch, ich schlag mich eigentlich recht gut, aber ich weiß nicht, ob das an dem Paladin liegt, da ja, wo ich Schwierigkeiten habe, keine Ahnung. Oder ob das generell an den Tanks ist, ob das bei den Tanks überall so ist, egal welche Tankklasse. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, damit ich überhaupt mal weiß, ob ich das so mir einbilde. Entschuldigung, den kann ich wohl nicht so heilen. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir das ja mal gerne schreiben, ob ihr auch solche Schwierigkeiten mit dem Paladin habt oder eher weniger. Oder ob das halt bei den allen Klassen so ist. Ich meine, ich weiß auch nicht, was für ein Level der Stufe 5 dann. Vielleicht weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe echt keine Ahnung gerade. Bin ich ehrlich. Ja, obwohl jetzt, weiß ich nicht, jetzt ist es ja so, dass er nicht viel Schaden nimmt. Obwohl, ich weiß nicht, wie es gleich ist. Kann ich nicht. Anschnitte 5000 online, alle Systeme bereit. Kann ich gerade nicht sagen. Aber ist es wirklich. Overdrive aktiviert. Ja, okay, jetzt geht es ja. Aber vorhin, weiß ich nicht. Da hatte ich richtig Schwierigkeiten, den Tank überhaupt mal zu heilen. Und, Etwas erzielen. Ja. Ziel erfasst. Ernteautomatik eingeschaltet. Und. Ich kann ihm ja auch nicht immer Schutzschild geben, weil das hat ja auch seine Abklingzeit. Obwohl jetzt nur kann ich. Ja, okay, jetzt kann ich wirklich sagen, okay, es geht. Aber ich kriege echt nichts. Rein gar nichts. Das Einzige, was ich bekomme als Beute, sind wirklich das Geld und also die Kupfer oder Bronze, Kupfer, keine Ahnung. Ich sag mal Bronze. Ja, Bronze. Und das ist halt gerade das Einzige, was ich hier irgendwie bekomme von dem. Wobei ich mir doch schon für Rüstung, ja, halt für die Rüstung halt mir gewünscht hätte. Aber Moment mal, ich habe glaube ich, was ist das? Okay, das kann ich nicht anlegen. Schade eigentlich. Weil ich wollte ja sagen, ich habe ja gerade was bekommen. Das ist das, was ich halt meinte, weil jetzt, seht ihr, jetzt legt er wirklich so weit runter. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht sollte er mal da aus dieser Kugel da raus. Wäre vielleicht sinnvoller, als hier wirklich zu sagen, ach ja, ich renn mal, jetzt bleib mal in der Kugel stehen.
und wird ja alles gut und die Heilerin heilt ja. Ja, sicher, ich versuche ihn hoch zu heilen, aber na. Ich hätte halt gerne mehr Heil. Buffs oder wo ich mit dich mehr heilen könnte. Aber leider ist es so, dass ich das nicht habe. Aber ich gebe natürlich mein Bestes und ja. Und natürlich ist das jetzt gerade, ich renne jetzt auch hier in diese Bubbles rein. Also an den Bubbles liegt es jetzt gerade nicht wirklich, dass ich hier so Probleme mit dem Heilen hätte. Oh, verdammt! Was ist denn jetzt passiert? Wieso bin ich runtergeflogen? Ja. Also wenn ich Pech habe, dann komme ich wirklich, stirbt mein Tank gleich. Also wenn ich jetzt wirklich Pech habe, ja, da ist schon jemand tot. Das ist gerade wirklich scheiße. Das ist das, was ich meine, weil man versucht und gibt sein Bestes. Und das Einzige, was der Tank machen kann, ist vorrennen. Und jetzt werde ich erstmal natürlich die andere Spielerin wieder zu beleben. Na komm, nimm an. Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich bin ja natürlich runtergefallen. Ich weiß auch nicht gerade, wie das passieren konnte. Ein kleiner Nebeneffekt. Irgendwie habe ich auch hier in World of Warcraft halt das Talent, wirklich, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise entweder von irgendeiner Plattform runterzufallen oder runtergeschubst zu werden, oder dass man, warum werde ich? Ja, oder halt, es ist wirklich so, dass ich dann halt leider jemanden wiederbeleben muss, was ich eigentlich nicht wollte. Also ich wollte, dass keiner der Spieler hier sterben tut. Aber leider ist es doch anders gekommen. Und wie gesagt, diejenige, Mondmaid, tut mir wirklich fürchterlich leid, falls du dir das anguckst. Das war wirklich nicht meine Schuld oder nicht beabsichtigt, dich hier sterben zu lassen. Wobei, sie ist eine Druidin, also. Ja, wie gesagt, Mondmaid, tut mir aufrichtig leid, dass du in dieser Indie, in der Todesmine, heute sterben musstest. Das war wirklich nicht beabsichtigt und es war auch, das war auch etwas, was ich sehr persönlich nicht wollte. Weil, ja, das war wieder so ein Vorführeffekt, wo man von sich aus selber sagt, okay, hey, schaut her, ich, versuche, allen am Leben zu lassen, und in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil passiert.
weil man halt hier sich auf diesen Tankknopf achtet. Ich gebe ihr gerade mal die Bubble. Vielleicht hilft das. Ich kann, weiß es nicht, ob es hilft, aber ich hoffe mal, dass es überhaupt hilft. Weil ich weiß nicht, dass... okay. Naja, egal, jetzt, es ist jetzt nun mal eine andere Spielerin halt gestorben. Es ist halt nun mal so. Und da kann ich auch leider nichts ändern. Aus dem Grund schon, ich bin ja von der Plattform irgendwie runtergeschubst worden oder irgendwie in die Luft gejagt worden. Ja, welche Angst? Ja, auf jeden Fall dieser Werwolf hier, ist doch ein Werwolf, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, der hat wohl ist wohl paranoid, weil er denkt halt wirklich, wir hätten Angst vor ihm. Oh, und ich hatte... Ich reiß euch das Herz aus der Brust! Okay. Er will uns das Herz aus... Naja, okay. Ich werde jetzt mal dazu mich nicht wirklich äußern. Es bringt eh nichts. Bis es zu spät ist. Ist halt so. Mal gucken. Oh, ich habe einen Ring. Yay. Das ist schon mal klasse. Und... Ausdauer. Naja, egal. Hauptsache, man hat etwas. Also... Ganz ehrlich. Wenigstens etwas. Eigentlich... Brauche ich eigentlich nicht zu heilen? Oder doch? Wow. Also diesmal habe ich nicht wirklich viel zu tun, außer halt auch nicht mal zwischenzeitlich mal zu heilen. Ui, super, und ich bin sogar schon Level, Level 17. Super, wir sind gerade 2 Level gestiegen. Was kann ich für euch tun? Und natürlich nehmen wir den Stab an, weil es zusätzlich Intelligenz gibt. Und natürlich, Seid vorsichtig. Ist es halt doch so, dass ich den gerne anlegen möchte. Und was haben wir da? Oh, wir haben... Yay! Handschuhe! Perfekt! Also das ist ja etwas, wo ich wirklich sage, super! Ach so, das ist für Schurke. Okay, deswegen konnten wir die nicht annehmen. Auch nicht schlimm, ganz ehrlich. Sind jetzt, das ist nicht so tragisch. Wobei, hier geht 2 Intelligenz runter und das will ich gerade nicht. Hier ist Ausdauer, nee. Also hier möchte ich gerade nicht. Natürlich verlassen wir die Instanz. Mal schauen, vielleicht gehen wir auch gleich noch in eine zweite Inni. Weiß ich aber noch nicht. Ja, auf jeden Fall, das war wirklich teilweise mit dem Tank wirklich nicht so anstrengend, aber ja, es war schon, wo ich sage, okay, es ist irgendwie, ja, wir werden jetzt erstmal die Quest hier noch machen, natürlich, und klar, wir haben jetzt einen Ring bekommen und ja, ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass es leider mehr wäre als nur
die zwei Rüstungsteile, weil es war doch, wo ich sage, schade eigentlich, dass ich wirklich nur so wenig bekommen habe von der Instanz her. Und na, vielleicht denken alle, die wird das länger spielen, aber nein, wie gesagt, ich habe halt wegen einer lieben Freundin auf die Anfrage damit angefangen, weil sie halt mich auch gefragt hatte, ob ich das nicht machen könnte oder gleichzeitig auch spielen könnte. Und da habe ich halt zu ihr gesagt, okay, aber wenn ich das mache, dann mache ich daraus Let's Play. Klar, hatte ich auch gesagt, ich bin am Überlegen, das live zu streamen. Aber im Moment ist es halt so, dass ich mich wirklich nicht wirklich traue. Aber das kommt Grüß. Noch. Also, es lebt. Es hat tatsächlich funktioniert. Das ist unglaublich, Nisjaha. Hoffentlich löst das Problem mit den Erntegolems hier in Westfall. Und ich krieg natürlich, hey, Schuhe, super. Ich neue Schuhe. Wäre noch schön. Ist das? Ja. Es wäre auch noch wirklich schön, wenn ich auch, wenn ich natürlich, auch andere Rüstungsteile. Okay, wir haben jetzt so einen kleinen Streitkolben oder irgendwie sowas auch noch bekommen. Oh nee, nicht wirklich. Ernsthaft? Ey. Ganz ehrlich, ne? Es ist wirklich, wo ich selber sagen muss, verdammte Hacke hier, dass man mich auch noch, oder die Frechheit besitzt, mich auch noch anzugreifen. Eigentlich wo wollte ich denn jetzt hin? Das hier werde ich jetzt eigentlich mal ausblenden. Nee, so geht das nicht. Restdetails. Ah, okay. Abbrechen. Okay. Also wir werden das halt abbrechen, weil, wie gesagt, wir sind halt in Westfall. Und ich guck grad mal, wohlwollend. Super! Wir sind hier schon satt. Ui, da war schon jemand, aber... Oh. Ups, ich hab, glaube ich... ich hab die falsche Quest. Leider habe ich die falsche Quest beendet. Entschuldigung, jetzt müssten wir nochmal einmal zurück. Das war nicht beabsichtigt. Leider irgendwie, ich muss nochmal mit der Frau sprechen und mir auch die Quest wiederholen. Das war jetzt gerade wirklich dumm gelaufen für mich. Und es tut mir auch leid. Schönen Tag auch. Das natürlich nehmen wir mit. Das hier, das wollte ich nämlich wegmachen, so. Ah, da müssen wir jetzt nochmal hin. Kein Problem. Wir sollen ja tatsächlich diesen Eintopf zu Hope bringen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Und ich muss auch mal sagen, ich habe echt wenig Plätze noch. Natürlich, die Stoffe werde ich nicht beim Händler verkaufen, sondern ich werde es tatsächlich wohl, so viel ich auch gelesen habe, im Auktionshaus stellen. Natürlich,
Und ich brauche nur noch 3 Level, dann kann ich mir endlich das Reiten erlernen und dann kann ich endlich mal reiten. Und da freue ich mich und ich hoffe, ich schaffe das noch, weil heute wird es, glaube ich, nicht lang gehen. Ich weiß es aber noch nicht, also ich denke schon, dass ich versuche, über eine Stunde aufzunehmen. Aber versprechen kann ich es natürlich nicht und vielleicht gehen wir auch in die nächste Instanz auch gleichzeitig mit euch rein. Wie geht's? Um zu gucken, was wir dann noch was wir dann auch noch jetzt habe ich den Faden verloren. Was es noch für Dungeons gibt. Guten Tag, werte Dame. Wie kann ich euch dienen? Ich rieche Westfall-Eintopf. Hat Mutter euch geschickt? Ja, natürlich. Die Hungrigen und die Hoffnungslosen speisen. Ja, ich habe von den Braunwirbelmorden gehört. Es ist sehr tragisch, aber solche Tragödien sind in Westfall an der Tagesordnung. Hier gibt es viele Leute, die einfach nicht mehr die Mittel oder den Willen haben, sich selbst zu versorgen. Sie haben die Hoffnung aufgegeben. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, so hoffnungslos zu sein, dass man sich seines Lebens nicht mehr erfreuen kann? Wir müssen uns gemeinsam darum bemühen, ihnen zu zeigen, dass es noch Hoffnung gibt, dass jeder neue Tag ein besseres Leben bringt. Nehmt den Westfall-Eintopf meiner Mutter und helft dabei, die Obdachlosen an der Speerkuppe zu versorgen. Natürlich machen wir das. Wir haben jetzt auch repariert zusätzlich. Und natürlich gibt es hier auch noch weitere Quests. Die nehmen wir auch nochmal an. Die Legende des Kapitän Grausohn. Habt ihr von Kapitän Grausohn gehört? Einige sagen, er ist die Erfindung eines betrunkenen Seemannsgehirns. Aber jeder in Westfall wird euch sagen, dass Grausohn existiert. Er ist ein Geist, der den Leuchtturm von Westfall ganz im Westen vor der endlosen Küste heimsucht. Wagt ihr es, das zu untersuchen? Natürlich untersuchen wir es. Warum denn nicht? Braucht ihr etwas? Oh, er hat Westfall-Brigade. Wir waren einst als Volksmiliz bekannt. Heutzutage kämpfen wir unter der Flagge von Sturmwind mit der vollen Unterstützung von König Anduin Vryn. Wir haben viele Ziele hier in Westfall, die von den Defias hinterlassene Unordnung aufzuräumen, das Hoheitsgebiet der Allianz auszuweiten und Ordnung zu bewahren. Bisher versagen wir auf der ganzen Linie. Die Zeiten sind jetzt noch schlimmer als zu dem Zeitpunkt, als die Defias Amok gelaufen sind. Jetzt, da die einheimischen Gnolle sich ebenfalls bewaffnet haben, sind wir in eine Ecke gedrängt worden. Helft uns, Nisjaha. Okay, natürlich. Und Hellenaufruf, Grotkammgebirge. Die Lage hier ist zwar schlimm, aber in anderen Gegenden bebt es wortwörtlich nach dem großen Aufruhr immer noch. Ich habe hier einen Bericht von Wachhauptmann Parker aus dem Rotkammgebirge, eines unserer Gebiete östlich von Wald von Elvin. Er ersucht die Hilfe eines Helden. So wie wir im Moment aufgestellt sind, kann ich keine weiteren Truppen losschicken. Könnt ihr Parker aufsuchen und sehen, was er braucht? Ihr könnt Wachhauptmann Parker auf dem Turm, der bei den 3 Ecken finden. Natürlich. Aber das machen wir später und nicht jetzt.
weil ich will hier erstmal fertig machen. Fertig machen. Und der Krieg im Norden forderte seinen Tribut von unserem Volk, Mithyaha. Obwohl wir auf den eisigen Weiten den Sieg davontrugen, versank unser eigenes Land im Chaos. Und die Quest heißt die Verteidigung Westphals. Nachdem meine Dienstzeit in den Chrisli-Hügeln beendet war, bin ich nach Westphal zurückgekehrt und musste das Land in einem schlimmeren Zustand als vor meinem Einsatz vorfinden. Wir haben den Krieg mit Tausenden von obdachlosen Bürgern bezahlt. Jetzt wandern sie hierhin aus und lassen sich auf den verlassenen Bauernhöfen und Siedlungen dieser Gegend nieder. Zu allem Überfluss werden wir jetzt auch noch von den Gnollen angegriffen. Die Westphal-Brigade braucht eure Hilfe, Mithyaha. Tötet die angreifenden Gnolle und nehmt ihnen ihre Befehle ab. Da zieht jemand im Hintergrund die Fäden und wir müssen herausfinden, wer das ist. Natürlich. Für die Allianz. Ja. Wie gesagt, hier ist noch... Ist hier noch irgendeine Quest? Irgendwie oben, ne? Kann das sein? Ist oben noch eine Quest? Wir gehen jetzt erstmal nach oben und gucken wegen der Quest. Ich will aber nicht wieder runterfallen. Weil in der Instanz war es halt wirklich so, dass ich ja von der Plattform runtergeschmissen wurde. Was ist das? Was ist die? Urahnen Himmelsjäger, ich spüre das Feuer des Lebens in euch, Priesterin. Ich akzeptiere eure Ehrerbietung, nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ui, toll. Yay! Das ist hier mal... Das ist richtig toll. Also, ganz ehrlich... Aua. Also, besser hätte es jetzt nicht laufen können. Was habe ich denn da bekommen? Ui. Ah. Okay. Und was ist das? Könnte ich auf die Bank dann legen? Ja. Also, ich werde das halt wirklich auf der Bank legen. Und natürlich werden wir erstmal hier... unsere Quest erstmal machen, weil das ist ja auch wichtig. Davon brauchen wir 12 Stück, oh je. Oh, und hier ist ein Gnom. Ja, ein Gnom-Mönch. Da haben wir gleich 2 auf einen Streich und natürlich haben wir auch die Angriffspläne schon mal. Das ist schon mal gut. Das Beste ist ja auch noch, dass ich hier einfach mal so vom Weiten noch upala angreifen kann, aber leider habe ich jetzt mir einen Gegner hier doch rausgesucht. Jetzt muss ich aber hier erstmal natürlich der wird, ja, wie ich schon vermutet habe, greift er mich definitiv an. Ich muss eh warten, weil hier sind die meisten eh schon satt, gerade eigentlich. Aua.
Also es tat auf jeden Fall weh. Jetzt nicht so, dass es wirklich weh tat, sondern eher wirklich... Na, ups. Oh. Ja, danke schön, aber die sind hier alle noch satt. Was soll ich denn machen jetzt? Naja, wenn ich das hier jetzt so hinstelle, essen die denn? Nee, die essen nicht. Schade eigentlich. Da hat schon vor mir jemand leider die Quest angenommen oder schon gemacht und ich muss jetzt hier warten und ich weiß wirklich nicht, wie lange. Obwohl, hier auch, hier ist es auch schon. Also hier wurden auch schon die für Essen gegeben. Schade eigentlich, weil ich wollte eigentlich mit der Quest hier... jetzt kann ich. Okay. Hier ist ein Nachtelfjäger. Oh. 110. Das ist jetzt mal wirklich, fantastisch, weil hier ist gerade ein 110 Leveler. Ich hoffe, ich habe das nicht zu weit gesteckt, zum Glück, oder hingestellt. Mein Glück gerade. Er ist natürlich im Liegen. Okay, ich sag jetzt mal dazu gar nichts, weil schon aus den Gründen schon alleine. Kommen alle? Perfekt. Ich hab alle. Och, nicht wirklich. Das ist wirklich jetzt so scheiße, ja, dass ich wieder warten darf. Das ist echt Wahnsinn. Mir fehlen nur noch 5 Persönchen. Und mir wurde halt die Quest hier gerade weggenommen. Schade eigentlich, weil... ich doch so gerne, die Quest eigentlich fertig machen wollte. Und jetzt kann ich's nicht. Ach, das ist doch echt zum... Mäuse melken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist wirklich... Ey, es ist der Wahnsinn. Ganz ehrlich. Der schläft und ist satt. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kann hier weitermachen. Hier sind natürlich alle. Och, meine Güte, ey. Ich gehe weiter gucken, weil irgendwo muss ich ja auch irgendwie meine 3 voll kriegen. Das ist meiner. Ah, nein. Geh weg, lass mich. Finger weg, das ist meins. Oh, gut. Auf jeden Fall ist das wirklich, wo ich sage, verdammt! Und mir fehlen jetzt noch 3, aber erstmal hier welche finden, ne? Ich meine, die ist ja... So, einer fehlt. Also ist gerade richtig, wo ich sage, verdammte Hacke! So, natürlich habe ich die Quest endlich hinter mir. Und
Ja, ich gucke gerade so auf die Aufnahmezeit und wir sind gerade gleich bei der 50. Minute. Also noch habe ich ja Zeit und ja, und vielleicht gehen wir auch mal gleich in die nächste Instanz, natürlich zufällig, auch aus den Gründen schon alleine, ich brauche dringend neue Ausrüstung, gerade auch für den Kopf. Ich meine, der Ring ist auch nicht gerade perfekt mit Ausdauer. Und ja, wir haben, wie gesagt, wir haben ja jetzt, warte mal, okay, drei Teile halt. Zwei Teile aus Inni und dann halt die andere, eine Teil, die Handschuhe ja aus der Belohnung. Die Verteidigung Westphal. Habt ihr die Angriffsbefehle? Ja, haben wir. Helix? Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Und zwar von vor gar nicht so langer Zeit. Aber wer ist dieser Admiral? Und natürlich, hey, wir kriegen endlich eine neue Brust. Das Licht segne euch. Das ist doch perfekt. Hey, oh. Ah, ja, okay. Ja, was okay. Kann ich für euch tun? Gut gemacht, Nisjaha. Ihr habt uns eine Atempause von dem Sturmangriff der Gnolle verschafft. Aber es gibt noch mehr zu tun. Jango Fleckfell. Südlich von hier befindet sich ein Landstrich von Westphal, den wir Staubebenen nennen. Soweit wir wissen, haben die Gnolle der Region die Staubebenen zu ihrem inoffiziellen Hauptquartier erklärt. Wie bei jedem Hauptquartier gibt es auch bei diesem einen Anführer. Wenn wir diesen Angriff einen Riegel vorschieben wollen, dann müssen wir den Gnoll ausfindig machen, der den Ton angibt und ihm das Handwerk legen. Okay, begebt euch zu den Staubebenen, findet den Anführer der Gnolle, Jango Fleckfeld, und tötet ihn. Erledigt auch sämtliche Gnolle, die sich in den Weg stellen. Natürlich, und ich krieg einen Zauberstab. Dann seht ich. Ich glaube, ich habe eine Quest vergessen zu machen. Da gehen wir gleich hin. Ihr habt ein gutes Herz, Nisjaha. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht und das wird euch am jüngsten Tag nicht vergessen werden. Hä? Ja, okay. Es ist halt so. Ehre dem König. Findet Agentin Kearnen. Die SI-7 hat die Bewegung von Helix Ritzelbrecher genau beobachtet. Seit er vor 2 Wochen seinen Fuß auf Allianzboden gesetzt hat, der Brief, den ich von Matthias Show erhalten habe, erklärt, dass er eine Agentin namens Kearnen nach Westphal gesandt hat, um Helix zu beschatten. Findet Agentin Kearnen, dann werdet ihr auch Helix Ritzelbrecher finden. Kearnen war vor 2 Tagen in der Stadt, um Vorräte zu besorgen. Sie hat erwähnt, dass sie in der Nähe von Jagdhof-Turm südöstlich von hier in den Staubebenen zu finden sein würde. Natürlich nehmen wir das. Das aber, wir haben hier diese Quest noch und ups, die möchte ich auch gerne machen. Ja, ja, ich hoffe, ich werde nicht wieder angegriffen. Weil das ist gerade nicht gut, wenn wir dann angegriffen werden und wir aber zu dieser Quest hinrennen und ich kann halt nicht beschleunigen, so leid es mir tut. Und ja. Aber hier laufen schon, ja, verdammt. Das ist das halt, was ich wirklich meine. Ich will versuchen, wenigstens den Kapitän ausfindig zu machen und dann wird man angegriffen.
Aber ich laufe auch irgendwie in eine ganz andere Gegend. Ich muss ja auch gucken, dass ich hier nicht so angegriffen werde oder so gut es geht, den Gegnern hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise hier ausweiche, weil ich habe echt keine Lust. Na super, genau das, was ich nicht wollte. Ja. Also man wird hier tatsächlich aufgehalten von irgendwelchen Vögeln und ja, wie gesagt, ich versuche hier gerade mein Bestes, so gut es geht, hier den Gegnern wirklich ja nicht so in die Quere zu kommen. Ist aber auch nicht gerade einfach, wenn ich ehrlich bin. Ist es wirklich nicht einfach und ich gebe gerade mein Bestes hier nicht wirklich ja auf jeden Fall dass ich halt hier wirklich kurz wenigstens in Ruhe zu der Quest hinrennen kann, ohne gleich aufgehalten zu werden, weil es ist ja schon ein sehr langer Stück und hier schon wieder der nächste Vogel. Ich werde nicht mehr. Und vielleicht sollte ich habe jetzt von einer Freundin gehört, dass es Bücher über World of Warcraft gibt. Ich glaube, das sind die Vorgeschichten davon. Ich glaube, die werde ich mir auch mal bestellen oder gucken, wo ich die herbekomme. Und werde mal halt lesen, wie alles überhaupt angefangen hat. Natürlich ist es einfacher, den Film zu gucken, habe ich jetzt auch mal gehört, dass es auch dazu einen Film gibt von World of Warcraft. Und daher, ja. Aber es wäre halt, ich weiß nicht, wird es von World of Warcraft auch einen zweiten Teil geben oder eher bleibt es nur bei dem einen Teil? Ich weiß es gerade nicht, weil, wie gesagt, ich habe ja noch nicht mal den ersten Teil geguckt, weil ich ja auch sehr selten Filme gucke und wenn dann wirklich die, was gerade mal so läuft und ich kam halt nicht dazu, wirklich sehr viele Filme überhaupt zu gucken, weil das halt doch irgendwo auf irgendeine Art und Weise ja auch meine Zeit halt in Anspruch nehmen müsste und ich, wie gesagt, ich habe halt nicht wirklich die Zeit dafür oder nicht so, ja, Zeit habe ich schon, aber nicht halt so, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt mal 4 Stunden Filme gucken, das geht nicht, das kann ich nicht. Die Legende des Kapitän Grausohn erschreckt nicht, Nachtelfe. Ich bin seit langem schon aus diesem Land geschieden. Aber ich habe nicht vor, euresgleichen Schaden zuzufügen. Ich habe in meinem Leben zu viel Tod gesehen. Mein einziger Wunsch ist der nach Frieden. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Okay, wir geben mal die Quest ab. Ja, ich war auch einst aus Fleisch und Blut, genau wie ihr, meine Liebe. Bis zu dem schicksalsträchtigen Tag, als die Morlocks den Leuchtturm angriffen. Oh je. Berge an der Küste. Die vielen Schiffswracks entlang der Küste sind euch ja vermutlich schon aufgefallen. Das große Meer ist überaus tückisch. Die Küste von Westfall muss freigehalten werden, damit die Seeleute sicher sind, wenn sie unsere Ufer erreichen. Aber die Murlocs sind ein Problem. Tötet Gezeitenjäger und Orakel, dann sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Natürlich. So, Bewahrer der Flamme, was ist das? Wie, schön. Die Nacht, als die Leuchtturmwärterfamilie starb, war schrecklich. Ich muss hilflos zusehen, während Trübauge der Alte den Angriff anführte. Aber die Vergangenheit lässt sich nicht ändern und meine
Hauptsorge gilt jetzt, dass den Leben der Seeleute auf dem großen Meer. Ihre Schiffe kommen den gefährlichen Felsen entlang der Küste oft zu nah. Und da niemand mehr auf das Leuchtfeuer aufpasst, fällt diese Aufgabe jetzt mir zu. Helft mir, die Flamme am Leben zu erhalten, indem ihr mir Luchtenschlamm von den Schleimen im rasenden Schlund im Nordosten bringt. Natürlich. Bedrohung an der Küste. Als ich auf den Felsen mein Leben aushauchte, hatte ich keine Ahnung, was das Leben nach dem Tode für mich bereithalten würde. In jener Nacht war der Leuchtturm erloschen, weil Trübauge, der Alte, die Familie des Leuchtturmwärters vertrieben hatte. Die Familie kehrte zurück und zündete die Flamme wieder an. Doch Trübauge brachte die willensschwächeren Murlocks dazu, den Leuchtturm noch einmal mit ihm zusammen anzugreifen. Beim zweiten Mal hatte die Familie nicht so viel Glück. Vor meinen Augen starben sie alle, ohne sich wehren zu können. Tötet Trübauge den Alten, wenn ihr ihn am Ufer seht, und bringt mir eine seiner Schuppen, dann werdet ihr eine Belohnung erhalten. Ja. Ist das? Okay. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier auch noch Quests zu machen, aber ist ja nicht schlimm, weil ich will ja hier, wie gesagt, oh, hier ist noch eine Priesterin, Mensch. Aua. Das war ein bisschen zu spät, aber okay. Nicht schlimm. Das ist zu weit entfernt. Ja. Und wie gesagt, es ist halt wirklich, Also, ganz ehrlich, ne? Es ist katastrophal gerade. So. Toll. Wo sind hier die Murlocs hin? Hat sie die schon alle geplättet, bitteschön? Ernsthaft? Ja. Ja. Ah, hier ist einer. Ein Gezeitenjäger. Auch eins von sieben. Oh. Drei von sieben. Ja, natürlich haben wir den ja schon platt gemacht, aber es ist immer noch. Ja. Mönch. Also hier spielt ein Mönch. Ich meine, warum nicht gemeinsam angreifen, geht eher schneller als zu warten, und von daher, ja. Von daher, gucken wir mal. Oh, hier ist einer. Hier. Oh, bitte, lass mir was über. Ah. Zu spät. Da ist noch einer.
Von denen haben wir 5, jetzt brauchen wir nur noch 2. Und von denen haben wir auch 5. Oh, bitte. Ja. Ich habe kein Ziel. Nee, das ist Krebauge. Ja, jetzt fehlt mir nur noch. Ein Orakel fehlt mir noch, glaube ich, ne? Ja, ein Orakel. Ja. Nee, von den Gezeitenjäger fehlen mir welche. Von den Gezeitenjägern. Verdammt. Wie habe ich denn? Jetzt habe ich 5 von den Gezeitenjägern. Ah. Rumlaufen, das ist echt nervig, wenn man hier rumläuft und war auf die Gegner warten muss. Ich brauche ja nur noch die Gezeitenjäger. Und wie gesagt, ich werde jetzt erstmal diese Quest zu Ende machen und dann muss ich auch dann aufhören. Wie gesagt, mir fehlen jetzt noch 2 Gezeitenjäger. Da will ich jetzt mal gucken, dass die hier mal langsam hier in die Pötten kommen. Ja, also, Ansonsten, ich guck woanders mal. Weil, oder? Nee, warte, das ist Trübauge, den brauche ich nicht. Dupidupidu, wo bleibt der Schuh? Also ich renne hier mit einer anderen Priesterin Diszi, also auch Disziplin, hier durch die Gegend und warten auf unsere Gezeitenjäger, aber irgendwie wollen die gerade nicht wirklich hier kommen, was auch wiederum richtig ärgerlich ist. Es ist wirklich gerade okay. Oh, wer ist das? Oh ne, den Orakel, den brauche ich nicht. Ich brauche die Gezeitenjäger. Ach komm, weißt du was, gibt es hier. Auch wenn wir den schon haben, aber es gibt zum einen EP, zum anderen auch ein bisschen Geld. Und hier, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man auch wohlwollend. Wie teuer die das Reiten jetzt ist, das weiß ich ja nicht. Von daher, ja, müssen wir mal gucken. Er ist doch. Hallo. Huhu. Also ist echt. Oh, nein, das war Trübauge. Dann greifen wir gleich mit an. Und wenn wir hier schon niemanden haben, außer diesen Trübauge, kloppen wir jetzt auch mal auf den ein. Also hier ist es gerade richtig extrem leer. Oh, warte mal, da ein. So, du natürlich gleich. So.
Endlich! Endlich haben wir ihn alle. Und natürlich werden wir uns aber erstmal in Sicherheit bringen, weil wir haben hier ja noch eine Quest auch noch offen. Die hier nämlich. Da werden wir auch später hingehen. Und daher, werden wir natürlich uns am Land begeben. Ja, und das war's erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen wegen der Dungeon. Und dann würde ich halt auch vorschlagen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Und lasst doch bitte einen Daumen nach oben und drückt auf Abonnieren. Ich würde mich halt wirklich sehr, sehr drüber freuen. Und ich würde dann mich jetzt für heute verabschieden. Schönes Restwochenende und ich wünsche euch alles, alles Gute und viel Spaß noch. Und man sieht sich. Wiedersehen!